Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mother Gunship. Ja, letzter Part heute. Jo. Wir haben hier noch jemanden dabei. Stell dir vor. Jo, Phoenix, wie immer. Bleib doch mal stehen. Ich kann dich gar nicht sehen. So, jetzt hier. Hallo. Einen wunderbaren. Hm? Nice. Dance, baby, dance. Oh, Mann. Ich find's ein bisschen doof, dass der bei den Emotes immer einfach sich selbst fokussiert und nicht den anderen, wo man halt für den man den Emote eigentlich macht, ne? Muss man ganz schnell die Kamera drehen. Ja, ja. Nice. So, auf jeden Fall. Wir haben im letzten Part die Main Mission weitergemacht. Was haben wir denn jetzt zur Auswahl? Wir haben Waffenteile farmen. Da sehe ich jetzt aber nichts besonders Geiles dabei, muss ich ehrlich sein. Wir haben XP farmen, zweimal. Oder die Main Mission. Dann machen wir die Main Mission. XP bekommen wir auch unterwegs. Oh Gott, die Main Mission hat als Gewinn das Sägeblatt. Oh, das ist wieder. Ja, ne? Dodge mal das schnell. Ja. Alle, Mann, auf dich. Da fliegst du. Mhm. Das Sägeblatt ist einer der wenigen Waffen, die Friendly Fire haben. Okay, dann nehmen wir mal, gucken wir mal. Schwerer Energiestrahl. Mach ich wieder. Was? Ich mach mal ein bisschen was overdosed. Was soll dieses Spiel jetzt nicht overdosed? Ich glaube die Subtlety. Die ist gerade richtig. Okay, und ich nehme einen schweren Blaster noch dazu. Gut, dann Mission starten. Ja, herrlich. So, this cloaking thing. Do we know where it is on the ship? I can't pinpoint that. You'll have to search for it if you want to destroy it. Nonsense. Just blow up the whole ship. We know how to do that. Okay, ein bisschen größer als erwartet. I can't think of any reason why that wouldn't work. Okay, es war ein bisschen größer als erwartet, aber gut, das kriegen wir hin. Oh ja. Guckst du? Au! Hat er Schaden gemacht? Nein. Okay, passt. Aber meine, das wird lustig. Ah, das hat was von Ratchet & Clank. Oh, Mann. Gut, dass die Dinger auch selber keinen Schaden machen. Mhm. Hoffentlich. So, dann. Hau mal drauf. As you wish. Aber damit musst du echt doch Ziel üben. Ja, es ist halt ein bisschen ungewohnt, ne? Wenn die Waffe nicht gerade schießt. So, was haben wir? Für mich Saures, bitte. Ah, Mann. Sonst irgendwas? Nö. Nö, nicht wirklich, ne? Gut, was haben wir? Wir haben Random und Normal. Süßes. Glaub ich kacke im Dreieck. Ah, wir gehen Random, oder? Ja, natürlich. Ja, ja. Das ist. It's a shame, really. That cloaking device was probably one impressive sight. Jumper. Probably spent untold amounts of time and money on it. Probably the most impressive set piece ever made for robotic alien architecture, I bet. And we'll destroy it without ever even seeing it. Kind of a shame, isn't it? Oh well. Hau mal drauf. Oh, viele kleine Gegner. Sehr schön. Viele kleine Gegner, da bin ich gut. Wo haben wir denn hier viele kleine Gegner? Mir sind hier gerade die Haufenmeister gegengerannt. Also genau, Postfix, ne? Und schon wieder Sprünge. Oh Gott, jetzt muss ich aber auch mein Leben aufpassen. Das hat etwas reingeschauen. In den Viechern zu stehen. Mhm. So, dann hier noch ein bisschen was. So ein Geschütz, das draufgehen kann. Komm schon. Oh, ist das der Raum? Welcher Raum? Yeah, es war der Raum, wo beim letzten Mal die Hackbots oben drin waren. Ah, Moment, halt, stopp. Das möchte ich mal kurz gucken. Ich glaube, ich habe jetzt genug dabei. Aber diesmal sind sie nicht da. Na, schade. Wahrscheinlich hast du... oder? Nee. Nee, kann nicht sein. Wir haben den Spielstand erneuert. Richtig. Ja, schade. Da war ein Easter Egg normalerweise. Aber ein Secret war trotzdem oben. Ich würde noch mehr extra springen. Ich habe nicht eine Münze. Nee. Ich hatte zwei, die habe ich für ein Madpack ausgegeben. Das war mir gerade irgendwie wichtiger. Ja. Secret.
Noch ein extra Sprung. Ja. Okay, wie wär's mit dem Challenge Room? Ja, können wir machen. Challenge. Let's dance, baby! Dance! Vernichtungsstufe und keine Gegner. Okay. Oh Gott, der Raum ist minzig. Ah. Dann solltest du hier unten bleiben, wo keine Gegner sind. Yep. Bis auf diesen einen Turm da hinten. Den können wir ausweichen. Mhm. Okay. Ist hier noch irgendwo Secret? Nicht wirklich. Absolviert. So, dann her drauf hier mit dir. Oh Gott, wo kommen denn die Singen plötzlich her? Von oben, mein Freund. Wieso hast du sie runtergeholt? Die sind von selber gekommen. Du hast hier oben einen Trick gespawnt. Ich finde das geil, deine Waffen haben genug Rückstoß, um mich lange genug in Luft zu halten. Richtig, weil du nicht genügend extra Sprünge hast. Ja, ja. Reicht ja nicht, ne? Oh Mann, das ist so geil. Hier, die andere Seite ist, glaube ich, ist noch was. Ja, hier ist noch was. Sehr gut. Da ist auch ein Shop. Shop hat sich sexy an. Und schon wieder keine Münzen, Zifix. Ich habe ein Secret gespottet. Ich muss nur rankommen. Das ist jetzt für dieses ganze Extrasprung etwas knapp aktuell. Schau ich erstmal in den Shop rein. Ja, ich habe keine Münzen daher. Das Secret wird mir wahrscheinlich nicht wegrennen. Okay. Wir kriegen keine Belohnung? Die habe ich hier schon gesnackt. Du Batze! Du hast die letzten bekommen, alle. Achso, ja. Das war eine instinktive Reaktionsverhaltung, tut mir leid. Da oben auf den Röhren ist ein Secret irgendwo gewesen. Okay, also hier gibt's ja nichts mehr. Ja gut, wie kommen wir jetzt da hoch? Springen, mein Freund, springen! Oh, es war ein extra Sprung. Mhm. Ich vernehme einen Konjunktiv. Beziehungsweise eine Past-Tense. Richtig. So, hier. Gut, hier ist aber auch finster wie Sau. Richtig. Und Waffenfallen bringt auch nicht wirklich was. Auf der einen Seite macht es es leichter, das blaue Leuchten zu erkennen, auf der anderen Seite erkennt man sonst nichts. So, wo gehen wir denn am besten hin? Was nehmen wir denn als nächstes? Das sind, glaube ich, nur normale Räume, oder? Richtig. Gut, dann gehen wir hier mal. Sodale! Ich habe dich jetzt für einen Moment in Rot gehalten. Kann man eigentlich sowas wie... Ja, weil das Licht gerade ein bisschen komisch. Kann man eigentlich die Skins ändern? Hab ich bisher noch nichts gefunden. Vielleicht später. Ja. Wahrscheinlich. Ich hab noch verschlossene Türen. Oh Gott, ich weiß nicht, welche Sachen ich ausweichen muss und welche nicht. Oh Gott, Bienen! Gott! I'm gonna die! I'm gonna die horribly! Wir können den Raum auch einfach skippen. Echt? Können wir? Ja, die Tür ist offen. Nice. So friendly. So nice. So calm. Ja, bis auf diesen rot posierenden Bildschirmrand. Ja, ja. Oh, ich höre schon wieder dieses Minengeräusch. Ja. Wupp, wupp, wupp. Ja, whoop 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 ist ein ganz guter Begriff hier. Alter, ist das ein Mini was oder was ist das? Das ist eine Mother Mine. Die macht ganz viel böse sauer. Yo, Mother Mine! Oh Mann. Ich wette, da liegt irgendwas uns oben drauf. Ja, Minen!
Ah, geil. Au. Oh, Münze. Nice. So. Sieg mit Energie war auch hier oben, aber mehr nicht, wie es aussieht. Leben. Danke. Nice. Das. Was nehme ich denn? Ich brauche irgendeinen. Könnte der vielleicht? Nee, kann nicht. Das ist noch eine Verbinder, der macht aber nur länger. Nee, was weiß ich, baue ein bisschen um. So. Läufe, genau. Ein schwerer Blaster. Kann ich hier noch eine andere Waffe irgendwas mitnehmen? Genau, die hier nehme ich noch. Und kann die Waffe mir nicht leisten. Gut. Dann ist das auch schon geklärt. So etwas mit weniger... ein bisschen mehr Präzision. Du und dein übler... deine üble Waffe da, das ist einfach nur geil. Oh, it's you, the pizza delivery people. Yo, wir sind Pizza. For our last ship, which spontaneously exploded. Sometimes that happens. You don't say. A tendency to explode more often in this sector. A full investigation is underway to properly delegate blame. Right. Well, let us know how that goes. Please deliver pizza to closest data core. Ich hatte noch einen Lebensbalken, also einen Lebensknüppel. Oh nein, das ist wieder Raum. Jo, ist relativ sicher. Unten geht die Party los. Allein schon wie das Ganze mit den... Also ich fuck gerade so ein bisschen dieses ganze Konzept hier von diesen Zahnrädern ab. Ja, die tun aber, wenn du reinläufst. Ja, nicht nur das, sondern sie verformen sich auch noch. Ja, sie laufen ein bisschen ineinander. Nicht nur ein bisschen. Oh Gott! Oh Gott, das ist... Wenn du das dann mal wegmachst. Alter, ist das für eine fette Made! Leben! Nice. Das habe ich jetzt gebraucht. Ja, ich werde über die ganze Karte katapultiert. Leben. Wo bin ich? Ah, hier. So. Hey, extra Sprung. Jo, meins. Oh nein, dieser Sprung. Ich finde das so geil. Das ganze Game funktioniert extrem effizient. Von dem Frame FPS her, aber sobald du deine Waffe anmachst, ist bei mir Frame Drop. Es ist so geil. Frame und Sound Drop, bitte. Ja, ja. Man kann es auch übertreiben. Weißt du, was das eigentlich das Grausame daran ist? Es erinnert mich ein bisschen an Starforge. Zumindest von dem Waffensystem her. Nur macht das mehr Spaß. Aber die Starforge, das war auch so eine Katastrophe. Nice. Nehme ich mit. Oh ja. Yeah. Hat's Leben im Angebot? Ich ja. Ich glaube ja. Jetzt nicht mehr. So, erweitert. Oh! Warum habe ich das nicht gesehen? Nein! Ein Schienen. Ich hasse mein Leben. Eine Schienenkanone und ich hab's nicht gesehen. Na. Ah. Herres. Hass. Rache. Für was? Ich weiß auch nicht. Aber das macht man doch normalerweise in solchen Momenten. Man schwört Rache. Oh Mann. Wo bist du? Das? Ja, ist das Klischee, ne? Oh. Wenn das schon Klischee sein, dann richtig, ne? Ja gut, gehen wir in die Challenge rein. Vielleicht okay. Heilt sie uns ja wieder. Jo, heilende Challenge wäre schon geil. So dezent. Mhm. Ja, deine Leben sind doch ein bisschen minimalistisch, ne? Ja. How long do you think we'll be able to get away with this, Colonel? The pizza thing? I have no idea. For as unstoppable as the mother gunship is, it's as clever as a bear. Jag mir keinen Schreck ein, indem du dir diese Kuchen gegenjagst. It's a figure of speech, Wilkinson. Nicht, nicht stehen bleiben. Einfach rennen. Schießen erlaubt, aber rennen. Nur nicht stehen bleiben. Okay. Oh, warte mal, das Ding kann man nicht. Oh, das nächste ist ein Boss. Oh, Joy. Nice. Kann lustig werden.
Ich weiß, für die Zuschauer, es ist sehr intelligent, wenn man nicht sterben möchte, die ganze Zeit vor dem Lauf hin und her zu laufen. Aber mei, es funktioniert, ne? Ach so, dieser Läufer hier. Oh Gott. Der macht der Brezel gut. Okay, wir dürfen töten. Töten! Das machen wir die ganze Zeit schon. Echt? Nicht stillstehen. Ach so. Nee, stand doch nicht da, oder? Doch, höre nicht auf in 40 Sekunden. Da stand nichts von töte keine Gegner. Ah. Ja gut, ich bin alt und giftbrechlich. Ich habe keine Ohren, ne? Ich schau ja. Ah, fuck, ich hab nicht genügend Geld für den Shop. Ich hab eine Münze. Genau eine. Ich bekomme nur Extrasprünge in den Secrets. Ich will keinen Extrasprünge mehr, ich bin bei der dritten Reihe. Was kaufe ich? Kaufe ich überhaupt was? Oh, ist das hier? Energieausbruch, da habe ich eine Münze zu wenig. Nein! Scheiße. Scheiße! Hier oben ist noch ein Secret. Noch ein Extrasprung! Gott verdammte! Rennblaster, schwerer Blaster. Ich glaube, ich könnte das mit dem hier tauschen. Das hat die 4 Schaden, 18 Schaden, 10. Noch extra Sprung. Hochleben. Hitzig. Nee, das ist. Kritische Schrift schon. Nee, die kleine hier ist besser. Von den Werten her. Oder ich könnte hier noch. Ich könnte anstatt die. In hier. Durch den hier nehmen. Ne, ich bleib bei dem hier. So. Ich glaube, in diesem Raum waren 5 Secrets drin. Er hat schon wieder alles gefunden, ey. Und 4 davon waren Extrasprünge. Naja. Jump around. Ne? So, dann wollen wir mal zum Boss, ne? Auf in den Tod. You're gonna die. We all gonna die. du eins, ich eins? Jo. Oder? Habe ich jetzt 2 gerade gefressen? Nö, ich habe 2 gefressen, weil du vorbeigesprungen bist. Achso, gut. Ich war so frei. Naja, du brauchst es mehr als ich. Ich weiß nicht, wie ich das schaffe, hier auszuweichen, weil ich sehe nur Lärm. Ich will Lärm! Ich will Lärm! Ich will sofort Radau laut wie die Sau! Ich will Lärm! Oh Mann. Secrets sind keine. So, oh Mann. Schade eigentlich. Also zu zweit macht das Game echt feize. Das macht allein schon Spaß. Das ja, scheint uns aber noch besser. Ja. Das ist etwas, was ich an Borderlands immer etwas schade fand, dass es halt einfach, selbst wenn man, egal, das zweite war oder alleine, es war immer irgendwie etwas, das Loot war einfach scheiße. Definitiv. Ein Cloaking-Device cloaken, macht Sinn. Solange man sich wiederfinden muss. You all are just wasting your time. Quiet, Hylas. Recruit, hurry up and do this and get back to HQ. I have a surprise for you. Wir haben... Oh, eine Überraschung! Großer oder Knopf? Das ist kein Selbstzerstörungsknopf. Nö, definitiv nicht. Schwampe! Ja, voll gerne drauf. Perhaps once the war is won. No rest for the wicked. Ne? Und ein Pünktchen für mich. Sehr nice. 12 von 21. Oh. Oh Mann. Ich muss echt Punkte in den Lukoblins gelangen. Now it's time to celebrate. Not your victory. Although that's nice too. No, we're celebrating a birthday. Not yours, of course. Mine. You know how the phrase goes. A little bird told me it was my birthday. So happy birthday to me. Woo! Is this guy serious? Sometimes. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. I can't think of a less wonderful way to spend my birthday than on video calls with you all. But that's the kind of sacrifice I'm willing to make for my team. And we're able to use the opportunity to install a new confetti machine.
You really can't get more festive than a confetti machine. We should use this every day. Okay, now back to work. Oh Mann, der YouTube-Compression-Algorithmus wird das hassen. Oh Mann. Okay, wir haben jetzt unsere 20 Minuten beieinander. Das heißt also, wir hätten jetzt, sag ich, beieinander, Alice, was wir brauchen für die drei Tage. Wie wär's, wenn du mal deine Meinung zu dem Game abgibst? Also. Du hast ja mehr gespielt als ich. Ich finde das einfach nur geil. Ja. Die späteren Missionen waren ziemlich haarig, aber es macht Laune. Jo, jo. Ich freue mich ja sowieso darauf, dass wenn wir zweimal ist es soweit sind mit dem ganzen Leveling, vor allem wenn ich mal das Ganze nachgeholt habe, dass wir auch mal weiter von den Endmissionen mal was ausprobieren können. Naja. Ich finde, es macht ultra mega fehlt zwar allein schon, du hast nie schlechtes Loot. Das ist ja das Geile daran. Und das ist etwas, was ich jetzt zum Beispiel am Borderlands nicht so gemocht habe, weil du hast halt einfach 99% des ganzen, nee, stimmt nicht ganz, 99,99999% von den Waffen, die du in Borderlands findest, ist scheiße. Was ich halt ein bisschen immer schade finde. Und hier ist halt einfach nur, du kannst halt alles irgendwie benutzen. Im schlimmsten Fall haust du auch das schlechte Zeug auf deine Waffe drauf, ist gut. Ja. Weitere Kugel macht weitere Schaden. Ja, DPS ist DPS ist DPS. Ah ja. Richtig. Ah gut, also macht auf jeden Fall Mörder-Fun. Für die Leute, die es interessiert, unten in der Videobeschreibung ist der Link zu dem Game. Und ja, ich kann es nur empfehlen. Ja. Du hast, glaube ich, auch den Vorgänger gespielt, ne? Tower of Guns. Oh ja. Wir haben jetzt vorhin, wie wir die Save-States ausgetauscht haben, weil wir haben ja das schon mal ausgemacht, wir mussten es wieder neu starten, haben wir festgestellt, obwohl das Spiel Mother Gunship heißt, der Ordner, in dem die Save-States gespeichert werden, heißt Tower of Guns 2. Ah, finde ich geil. Finde ich einfach nur geil. Oh Mann. Gut, auf jeden Fall. Ich würde dann sagen, das war's für das hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sagen dann ciao. Ne? Cheerio. Auf.